Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar bin ich heute wieder auf meinen Drustila, meinen Kultiras-Menschen. Und mittlerweile ist der Char immer noch ziemlich ugly getransmogged. Das werden wir jetzt aber gleich ändern, denn er ist auf Stufe 111, sprich, ich habe die 110er-Schwelle überschritten und dementsprechend müssten wir gleich das Achievement kriegen und das Traditionsausrüstungsset bekommen wir auch und dementsprechend kann ich mich ein bisschen schöner transmoggen. Warum jetzt die Zwischenfolgen nicht kamen, und zwar habe ich da nur Legion-Invasionen gemacht. Ich dachte mal, das gibt keine richtige Folge her, deswegen habe ich die jetzt immer so abseits gemacht von den Aufnahmen bzw. vom Stream. Aber jetzt mit dem Endding schauen wir uns das jetzt mal an. Meines Respekts und meiner Hochachtung überreiche ich euch diese Uniform der hochdekoriertesten Offiziere. Bitte richtet dem König meine Grüße aus. Tragt sie mit Stolz, denn sie ist ein Zeichen eurer Heldentaten für die Allianz und Kul Tiras. Schick. Also, wir haben jetzt das Achievement erhalten, hier. Den Kul Tiran auf 110 gebracht, ohne dass wir irgendwas getrickst haben, was ja selten bei mir ist. Und ihr seht, hier haben wir einige Transmog-Items bekommen. Und die schauen wir uns jetzt gleich mal an, beziehungsweise werden sie es gleich mal transmoggen. So, hier. Also, das ist das Traditionsausrüstungsset. Sieht ganz cool aus, muss ich sagen. Und das werden wir jetzt einmal transmoggen. Das muss man mal gucken, wo es hier drin ist. 9, 9, 9. Da muss ich mir noch eine coole Waffe für raussuchen, ne? Dann können wir den noch ein bisschen basteln. Weil jetzt habe ich ein ziemliches hässliches Set. What the fuck, habe ich viel... Okay, warum ist das hier nicht drin? Habe ich es jetzt übersehen? Ja, nein... Blöd. Es müsste jetzt eigentlich hier bei den Sets drin sein, oder nicht? Das sind doch alles Druid-Sets, ne? Das sieht da ganz anders aus. Also, nee, da ist es auch nicht. Blamier ich mich gerade hier. Ja gut. Also wenn ihr es gesehen habt und ich es überblättert habt, das sieht... Selbst das sieht irgendwie komisch aus bei so einem fetten Char. Dann sagt mir das. Ach, da ist es! Letzte Seite, ja, ich hab's überblättert. So, okay. Und jetzt muss ich mal gucken, was man hier noch... aber einen Umhang, glaube ich, kann ich jetzt bei dem zum Beispiel ausblenden, ne? Das wäre wahrscheinlich das Beste, weil der hat ja schon so eine Art Umhang an. Warte mal, wo haben wir es? Ah, 37 Seiten Umhänge. Lexi, ich grüße dich. So, das blenden wir mal aus. Oder sollen wir da irgendwas einblenden? Aber das ist, glaube ich, ohne Umhang fast besser, weil das ist ja schon so eine Art Jacke und da passt der Umhang nicht dazu. So. Und jetzt brauchen wir zusätzlich noch eine andere Waffe, würde ich sagen. Und was nehmen wir da? Sollen wir einen Kolben nehmen? Aber ich glaube, ein Stab passt jetzt da nicht so wirklich. Ne? Ich bin zwar ein Druid, aber außer vielleicht sowas. Ne? Was? Oh, ja, warum nicht? Haben wir da irgendwas Cooles? Muss irgendwie sowas Robustes, aber so ein Anker-Ding wird schon ganz gut hinpassen. Und Mage-Tower-Skin meinst du? Okay. Also ein Caster-Ding passt jetzt irgendwie nicht so ganz, ne? Also, sowas wird dann vielleicht eher passen. Na, das eher nicht. Müssen wir mal gucken. Also ich glaube, Stab ist es diesmal nicht, sondern... Also Stäbe habe ich natürlich am meisten. Gut. Ja, gut. Nee, das machen wir nicht. Alles klar bei dir? Ja, ja, ja. So, achso, man ist ein Lexi, ne? So, jetzt muss man aber bloß mal schauen. Ich glaube, ich nehme hier einen Zweihandstreitkolben. Irgendwie sowas in die Richtung. Der wird eigentlich ganz gut passen, ne? Hier, der passt eigentlich echt ganz gut, weil der auch so ein bisschen golden ist. Oder ich suche mir jetzt noch einen anderen. Ah, auch nicht so schlecht. Könnte natürlich auch klassisch Sulfuras nehmen, der würde jetzt halt hier nicht dazu passen. Der sieht halt sonst ganz nice aus. Hm, was ist denn das für ein Ding? Ah, auch nicht schlecht. Ja gut, durch die Streitkolben schaue ich halt echt selten durch, ne? Das ist halt... ja, aber da habe ich auch nicht so viele, ne? Hier, 9 Seiten. Ich glaube, der eine ist schon relativ gut, ne? Ich glaube, den nehme ich tatsächlich. Ah, die machen jetzt alle nicht so viel her. Ich meine, so in die Richtung, der goldene, der ist schon ganz gut. Ja, ich nehme den goldenen. Und dann gucken wir mal, was man da noch... Ach so, schau mal, da gibt es relativ wenig, was du da drauf machen kannst. Hier, das blaue sieht man irgendwie gar nicht. Was ist das hier? Das sieht man halt irgendwie auch nicht, okay. Das Grüne ist nicht schlecht. Also, das ist natürlich den größten Effekt, aber das passt irgendwie nicht so dazu. Ich glaube, ich nehme das Grüne, das ist nicht so verkehrt. Aber dann machen wir es mal so. Ich glaube, das passt ganz gut zu dem. Ah, siehst du, der Hammer, der passt doch, oder? Da kannst du doch nichts sagen.
Er zieht da auch noch was aus, der Char. Hat zwar jetzt immer noch einen komischen Gildennamen, ne, weil ich in irgendeine random Gilde rein bin. So. Was, ich bin auf Seite 2? Nee, ich glaube, es passt jetzt schon so. Achso, von den VZs war ich auf Seite 2. Ja, stimmt, dann können wir nochmal gucken. Mein Fehler. Stimmt, da gibt es doch mehr VZs. Ich wollte schon sagen. Aber das Problem ist, das verschwindet in dem Model von der Waffe drin, ne? Oh, das ist gar nicht so verkehrt, ne? Das sieht man wenigstens ein bisschen. Ja, aber sowas Rotes, glaube ich. Nee, dann nehme ich sogar tatsächlich das hier. Das ist noch ein bisschen cooler an der Stelle. Nee, alles gut, danke fürs Bescheid geben. Das sieht man nämlich einen Ticken besser. Ja, schau mal an. Das sieht so ein bisschen meeresmäßig jetzt aus. Ja, gut. Haben wir ihn auf jeden Fall transmogt. Ich finde, das Set macht echt was her. Und so behalte ich quasi auch meine Gestalten, ne? Weil es wäre ja schade, hier über die coolen Drust-Gestalten jetzt die Challenge, nicht Challenge Mode, die vom Mage Tower drüber zu transmoggen, ne? Achso, da hast du sogar den Hammer in der Hand. Ja, nicht schlecht. Okay. Das war's dann mit hier dem letzten Teil, den ich mit dem Kutiras-Menschen mache. Transmog haben wir, Achievement haben wir. Und ja, damit wären wir durch. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr beim nächsten, bei der nächsten Videoreihe wieder reinschauen. Da geht's dann um den Zandalari-Troll. Bis dahin, euer Tela. Ciao.